Ja, vielen Dank, sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, auch sehr geehrte Damen und Herren der SPD. Es geht um den Tierpark, nach den Aussagen ja doch etwas, was uns allen am Herzen liegt. Es liest sich ja auch sehr gut, was der Newsletter für den nahenden Frühling für Zoo und Tierpark zu berichten hat. Schneeglöckchen blühen und Tierbabys toben durch die beiden zoologischen Gärten. Ostern steht vor der Tür. Und zugleich wird auf ein spannendes und vielseitiges Osterprogramm neugierig gemacht. Doch gleichzeitig wird es für Tausende von Besucherinnen und Besuchern leider auch ein böses Erwachen geben. Bisher galt das Hartz-IV-Beziehende und Schwerbehinderte für den Besuch von Zoo und Tierpark nur die Hälfte des regulären Eintrittspreises bezahlen mussten. Seit dem 1. März gilt dies nicht mehr. Für den Besuch des Tierparks müssen Sie nunmehr 9 Euro berappen und für den Besuch des Zoos 10 Euro. Auch eine Jahreskarte kostet ermäßigt für Transferleistungsbeziehende immer noch stolze 40 Euro. Im letzten Jahr nutzten 45.000 Besucherinnen und Besucher des Tierparks das 6-Euro-Ticket und 2.000 Berlinerinnen und Berliner erwarben eine ermäßigte Jahreskarte für 29 Euro. Setzt man die jetzt geltenden Tarife entgegen, sind das insgesamt 157.000 Euro, aber virtuelle Einnahmen für den Tierpark. Nun sind 157.000 Euro nicht nichts, aber sie stehen auch in keinem Verhältnis zu dem Schaden, der mit dieser leise, still und heimlich eingeführten Tariferhöhung angerichtet wird. Es stellt sich die Frage, warum gerade jetzt die Tarife erhöht werden. Noch hat sich im Tierpark nichts getan, dass die Attraktivität sichtbar steigert. Das kann also nicht der Grund für die Tarifsteigerung sein. Und ob es tatsächlich zu der erhofften Einnahmeerhöhung kommt, bleibt abzuwarten. Vielmehr ist doch zu befürchten, dass von den bisher 45.000 Besucherinnen und Besuchern, die die Ermäßigung bisher genutzt haben in 2015, viele jetzt durch die höheren Preise abgeschreckt werden und dem Tierpark fernbleiben. Einmal mehr wird geringverdienenden gesellschaftliche Teilhabe verwehrt und der Besuch von Zoo und Tierpark erschwert. Gerade hat der Senat 238.000 Euro bezahlt für ein Integrationskonzept. Ob damit Integration in der Praxis funktioniert, muss sich ja erst noch zeigen. Doch hier im Falle des Tierparks hat Integration und Teilhabe bereits funktioniert. Da bleibt schon ein bitterer Beigeschmack, wenn sich die zoologischen Einrichtungen der Hauptstadt rühmen, dass 2015 der Besucherrekord vom Vorjahr geknackt wurde. Mehr als 4,5 Millionen Menschen besuchten 2015 Zoo, Aquarium und Tierpark. 1,2 Millionen Besucherinnen und Besucher bedeuteten für den Tierpark einen Anstieg um 4%. Da ist es doch das völlig falsche Signal, wenn für einen Anteil von gerade mal 3,75% der Besuch des Tierparks erschwert wird. Und auch die jungen Mütter und Väter müssen sich wirklich veralbert vorkommen, wenn nun die Babycard gänzlich entfällt. Da nützt es auch wenig, wenn das Unternehmen darauf verweist, dass sowohl Zoologischer Garten Berlin AG sowie die Tierpark Berlin-Friedrichsfelde GmbH beides privatwirtschaftlich selbstständige Unternehmen sind und nicht zum Land Berlin gehören. Sie hätten als eigenständiges Unternehmen, so schreiben Sie auf eine Bürgeranfrage, vielerlei Bedürfnisse zu berücksichtigen und treffen Ihre Entscheidungen ohne Rücksprache mit den Behörden. Doch, verehrte Damen und Herren, Rot-Rot führte den Berlin-Pass ein, damit auch Geringverdienende am gesellschaftlichen Leben teilhaben, Zoo- und Tierpark besuchen oder die Berliner Bäder nutzen, Museen und Theater erleben können. Soziale und kulturelle Teilhabe wurde trotz harter Konsolidierung möglich gemacht. Und Sie, verehrte Damen und Herren von SPD und CDU, Sie lassen zu, dass Integration und Teilhabe immer weniger stattfindet. Selbst das Konzept für Integration müssen Sie extern einkaufen. Und dann lassen Sie es noch nicht einmal zu, dass es in Ihr Alltagshandeln einfließt. Meine Fraktion und übrigens auch der Landesbeauftragte für Menschen mit Behinderungen wollen, dass der Besuch von Zoo und Tierpark auch für Menschen mit geringem Einkommen bezahlbar ist. Deshalb müssen die bisherigen Tarife auch wieder gelten und der Senat muss aufgefordert werden, mit der Geschäftsführung die Gespräche aufzunehmen.
Der Tierpark erhält Zuschüsse vom Land Berlin. Da wird es doch wohl möglich sein, zumindest unserem grundsätzlichen Integrationsanspruch für Menschen mit geringem Einkommen einfordern zu können. Wir brauchen in unserer Stadt mehr und bessere Teilhabe. Da ist der Besuch von Zoo und Tierpark nur ein kleiner, doch für die betroffenen Menschen ein wichtiger Baustein. Lassen Sie nicht zu, dass die Tarife hier leise, still und heimlich erhöht werden, sondern sie sollen weiter gelten.